Die Laplace-Transformation ist durch diese Formel definiert. S ist die komplexe Variable, sie besteht aus dem Realteil Sigma und dem Imaginärteil J Omega. Wir setzen diese komplexe Variable in das Integral ein und erhalten dadurch nun drei Funktionen, die in dem Integral stehen und alle miteinander multipliziert werden. Integriert wird nach der Zeit, und zwar von 0 bis unendlich. Wir sehen uns nun ein Beispiel an, und zwar werden wir nun die Sprungfunktion Sigma von t Laplace transformieren. Die Sprungfunktion nimmt für Zeiten größer 0 überall den Wert 1 an. Das Ergebnis der Laplace-Transformation wird grafisch dargestellt so aussehen. Hier ist der Betrag der Laplace-Transformation groß f von s über der Sigma-J-Omega-Ebene aufgetragen. Warum wird hier der Betrag von f von s dargestellt? Nun, weil f von s eine komplexe Größe ist, also sowohl aus einem Real- als auch Imaginärteil besteht. Um die Zusammenhänge aber in einem 3D-Plot darstellen zu können, also als eine Fläche im Raum, wählen wir hier deshalb die Darstellung des Betrages von f von s. Auffällig ist hier, dass für Sigma und j Omega gleich 0 die Ebene eine Art hohen Turm aufweist. Das liegt daran, dass an dieser Stelle der Funktionswert gegen unendlich geht. Wir haben hier also eine Polstelle. Trägt man den Betrag von f von s nur über der Variablen s auf, erhält man diese zweidimensionale Darstellung der Laplace-Transformierten. Sie ist gegeben durch f von s gleich 1 durch s. Hier kann man noch gut erkennen, dass sich bei s gleich 0 eine Polstelle befinden muss, denn dann geht der gesamte Term gegen unendlich. Also 1 dividiert durch 0 geht dann der gesamte Ausdruck gegen unendlich. Nun schauen wir uns einmal die gedanklich-grafische Konstruktion dieser Ebene einmal im Detail an. Wie kommt man da drauf? Unsere Beispielfunktion f von t ist ja die Sprungfunktion. Diese wird nun mal genommen mit dem Produkt aus e hoch minus Sigma t und e hoch minus j Omega t. Das Produkt dieser Funktion sieht so aus. Es wurde der hintere Teil der Spirale abgeschnitten, also alle Funktionswerte, die kleiner als t gleich 0 sind. Das kommt daher, weil ja mit der Sprungfunktion multipliziert wurde und die ist ja gleich 0 für Zeiten kleiner 0. Diese Funktion, die ist jetzt mal hier grün unterlegt, kommt so zustande, indem die beiden Funktionen e hoch minus Sigma t und e hoch minus Omega t miteinander multipliziert werden. E hoch minus Sigma t ist eine exponentiell abklingende Funktion, die sich nur auf der Realebene befindet. E hoch minus j Omega t ist hingegen eine komplexe Funktion. Sie sieht aus wie eine Spirale, die sich im dreidimensionalen Raum um die Zeitachse herum wickelt. Würde man entgegen der Zeitachse schauen, also in die t-Achse hineingucken, dann würde diese Funktion wie ein Kreis aussehen. Mit fortschreitender Zeit bewegt sich die Funktion im Uhrzeigersinn. Wenn diese Funktion nun bedämpft wird, also mit der Abklingfunktion multipliziert wird, erhält man eine mit zunehmender Zeit abklingende spiralige Funktion. Würde man entgegen der Fortpflanzungsrichtung der Zeit in die t-Achse hineinschauen, dann würde sich dieses Bild ergeben. Gehen wir zurück zum Laplace-Transformationsintegral. Als Integranten haben wir ja diese rosa unterlegte Funktion erhalten. Vergrößern wir uns die einmal etwas heraus. Okay, jetzt kommt die eigentliche Integration dieser Funktion. Und zwar integrieren wir nach der Zeit t. Was bedeutet nun die Integration dieser spiraligen Kurve? Also dieser komplexen Funktion. Schauen wir uns zunächst einmal eine einfache Funktion an, so wie wir es gewöhnt sind, zum Beispiel Sinus von t. Wenn wir von 0 bis t1 nach der Zeit integrieren, dann zählen wir praktisch die Flächen unter den Kurven zusammen. Also hier blaue Fläche plus graue Fläche. Die blaue Fläche wird positiv gezählt, die graue Fläche wird negativ gezählt. Also ist das Integral von 0 bis t1 gleich 0. Zurück zu unserer komplexen Funktion. Diese ist ja im Gegensatz zu der eben betrachteten Sinuskurve dreidimensional. Sie kringelt sich praktisch im dreidimensionalen Raum um die t-Achse herum mit immer kleiner werdender Amplitude. Hier nun bedeutet das Integral dieser komplexen Funktion nicht einfach die Fläche unter der Kurve, sondern ganz wichtig ist hierbei die Richtung der Ebene.
Und zwar werden alle zu jedem Zeitpunkt auf die Funktion weisenden Vektoren addiert und die Summe aller Vektoren ist dann die Laplace-transformierte f von s, also eine komplexe Zahl bestehend aus Real- und Imaginärteil. Diese verschiedenfarbigen Pfeile symbolisieren die Vektoren zu verschiedenen Zeitpunkten. Hier haben wir eine Umdrehung betrachtet, um das Ganze erstmal einfach zu verdeutlichen. Es sind in Wirklichkeit natürlich unendlich viel mehr. Schauen wir entgegengesetzt der Fortpflanzungsrichtung der Funktion in die Zeitachse hinein, dann würden wir nacheinander all diese Pfeile sehen. Um nun das Integral zu bilden, also die Summe aller Pfeile, setzen wir diese nun alle aneinander und beachten dabei ihre Richtung. Der Vektor auf den Endpunkt stellt die Laplace-Transformierte dar, also f von s. Es ist eine komplexe Zahl, bestehend also aus Real- und Imaginärteil. In Wirklichkeit dreht sich die Kurve ja noch viel weiter. Wir haben also ganz, ganz viele Pfeile, die mit zunehmender Zeit immer kleiner werden. Zum Schluss bekommen wir dann also die Laplace-Transformierte f von s als Summe all dieser vielen, vielen, vielen Pfeile, also eine komplexe Größe. Wir geben uns hier aus den vorhin genannten Gründen mit dem Betrag zufrieden, also mit der Länge des Pfeiles. Diesen Pfeil tragen wir über der komplexen Ebene auf, also über der Ebene, die von Sigma und von J Omega aufgespannt wird. Diese Pfeilgröße war ja für eine ganz bestimmte Kombination aus Sigma und J Omega ermittelt worden, also nur für eine einzige Kombination. So, jetzt variieren wir J Omega und halten Sigma konstant. Dafür erhalten wir verschiedene Pfeile über der Sigma-J-Omega-Ebene, also verschiedene Werte für f von s. Wenn wir nun alle J-Omega-Werte durchgescannt haben, bekommen wir diese violette Kurve, also die Verbindungslinie der Endpunkte aller einzelnen Pfeile. Dasselbe machen wir nun für verschiedene Werte von Sigma. Für den jeweiligen Wert von Sigma wird wieder J-Omega durchgescannt. Hier sind jetzt einmal exemplarisch für vier verschiedene Sigma-Werte die Beträge der Laplace-Transformierten f von s aufgetragen. Das Laplace-Transformationsintegral führt also die Integration für alle Werte von Sigma und J-Omega durch. Dadurch spannt sich die Funktionsebene f von s auf, und zwar über der von Sigma und J-Omega dargestellten Ebene. Für Sigma gleich 0 haben wir eine Besonderheit vorliegen. Hier wird nämlich nicht mit einer bedämpften Funktion multipliziert. Das Ergebnis ist diese gelbe Linie. Diese gelbe Linie stellt nämlich die Fourier-Transformierte der Sprungfunktion dar. Gelbe Linie ist also eine Teilmenge der dunkelblauen Ebene, also die Fourier-Transformierte ist ein Sonderfall der Laplace-Transformierten. Dies ist genau genommen dann der Fall, wenn wir es mit kausalen Systemen zu tun haben, für die gilt also, dass deren Funktionswert gleich 0 ist für Zeiten kleiner gleich 0. Der allerallgemeinste Fall ist also die Laplace-Transformation. Hierbei wird zusammenfassend gesagt, die zu transformierende Funktion klein f von t mit mehr oder weniger bedämpften e hoch minus j Omega t Funktionen unterschiedlicher Frequenz multipliziert und anschließend integriert. Dadurch wird erfasst, wie viele Sinusanteile und wie viele Dämpfungsanteile eine Funktion f von t besitzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas weiterhelfen zum Verständnis der Integralformel für die Laplace-Transformation. Wenn ihr Fragen habt dazu, dann schreibt ihr doch einfach unten in die Kommentare.